Ja. Das ist schon super toll inszeniert, diese Kämpfe. Ich muss das wirklich sagen. Ich meine, das ist ja absichtlich natürlich so super brutal und alles. Und warum auch nicht, kann man ja, also das soll ja auch abschreckend wirken. Das ist ja auch voll cool. Aber ich meine, auch rein technisch ist das schon beeindruckend, wie die NPCs reagieren und wie, ja genau, wie die Animationen, wie die sind, wie das Trefferfeedback ist und so weiter. Da ist einfach, das ist alles sehr fein getuned. Ich befürchte, da haben sich ein paar arme Entwickler sehr, sehr lange damit beschäftigt, wie man das möglichst schmerzhaft, brutal und unangenehm gestalten kann, das Ganze. Ah, die tun mir leid. Die tun mir wirklich leid. Ich will gar nicht wissen, was die für Referenzmaterial da irgendwie sichten mussten über Monate und Jahre hinweg. Da hört man ja teilweise schlimme Sachen. Also Schalldämpfer anfertigen. Fertige einen Schalldämpfer für die Pistole an, um Schüsse lautlos, die Schüsse, der Schüsse lautlos macht, bis er zerbricht. Drücke beim Zielen Dreieck, um Schalldämpfer anzubringen oder zu entfernen. Haltbarkeit 3. Karte, musst du dich jetzt echt hier durchquetschen? Wirklich? Das müsstet ihr sehen, was er für ein Trottel ist. Lass mich das mal noch lesen. Rezept erfordert Lumpen und Kanister. Ich lerne das mal. Und dann hätten wir hier noch Lauschmodus Klarheit. Gegner, die du im Lauschmodus ziehst, werden deutlicher angezeigt. Okay. Machen wir. Und jetzt kann ich Schalldämpfer herstellen mit Kanister und Lappen. Das macht sogar Sinn, glaube ich, das Rezept. So Lappen. Er ist schon wieder weg. Zu spät für eine Catcam. Ach ja, mir macht das Gameplay auch echt Spaß und ich fühle mich schlecht dabei. Ich habe ein schlechtes Gewissen, dass mir das so viel Spaß macht, gegen die Leute hier zu kämpfen. Ich meine, jetzt gerade haben die mich einfach echt ganz schön überrumpelt und dass hier eine Tür ist, habe ich nicht mitbekommen und ich stand gerade in der Werkbank. Das war gerade sehr chaotisch, aber grundsätzlich macht mir das echt Spaß. Und es geht mir nicht gut mit diesem Empfinden, dass mir das so viel Spaß macht. Ich habe nämlich, während es mir Spaß macht, immer das Gefühl, eigentlich sollte dir das jetzt gerade gar nicht so viel Spaß machen, glaube ich. Ich glaube, wenn die Entwickler wüssten, dass du gerade so viel Spaß hast, fänden die das gar nicht so gut. Ich glaube, die wollen, dass du dich schlecht fühlst. Bumm, haha, explodiert. So ein bisschen. Nee, nicht wirklich. Also ein bisschen geht's mir so. Ja, das stimmt. Ich meine, das ist ja auch, ist ja eh ganz klar. Aber trotzdem haben die ja die Gewaltdarstellung deswegen so möglichst echt gemacht, weil die ja wollen, dass man sich als Spieler schlecht Vielleicht fühlt. kommen wir da weiter. Aber Ja. gleichzeitig ist es schon echt gut und beeindruckend. Das ist auch wirklich so diese technische, ist also dieses technisch Beeindruckende überwiegt bei mir da. Diese technische Faszination überwiegt da einfach. Das sehe ich gar nicht mehr so sehr das Dargestellte, sondern wirklich eher, ich denke mir dann, wie die das gemacht haben, wie die Gemeinsam KI gegen das aufeinander Finale reagiert kämpfen. und auf Sachen Genau reagiert. so Oh, wird da es sind für gleich Ihre die rauskommen. Nächsten. Wenn du mich fragst, Deserteure sind das Letzte. Ist mir scheißegal. Wenn sie nicht bleiben wollen, wollen sie nicht bleiben. Verdammte Verräter. Bei Scars weiß man wenigstens, woran man ist. Tja, wie gesagt, es
mir scheißegal. Ich glaube, wir sind nicht allein. Los, schauen wir nach. Los, ich gebe dir Deckung. Das Waffenwechseln dauert echt lange. Du solltest vielleicht da weggehen. Du stehst da ungünstig. Oh nein. Jetzt ist sie echt in meine Fallen gelaufen. So viel zu guter KI. Das war gerade echt ein bisschen doof von ihr. Tja, so viel auch zu meinen Fallen, Mensch. Die sind jetzt kaputt wegen der. Finde ich nicht gut. Also wirklich. Ach, warte mal. Siehst du noch mehr? Da ist doch einer von den Gegnern reingelaufen. Die war nur zufällig in der Nähe. Das war gar nicht sie, die die Fallen ausgelöst hat. Das war wirklich der Gegner. Cool, ich habe die nur zu nahe zusammengelegt. Du willst sie zum Reden zwingen? Wenn es sein muss. Ich verstehe jetzt. Okay, dann ist das cool. Dann hat das funktioniert. Und dann wurde es nämlich, dass er so cool geblieben ist. Aber gut. Wie die reden. Sie mochte ich eh nicht. Um ihn tut es mir leid. Ich glaube, er war ein netter Kerl. Aber sie war eh total die Bitch, ey. Er hat absolut recht. Die haben irgendwie über Deserteure geredet. Und er hat gemeint, na, wenn sie nicht bleiben wollen, wollen sie nicht bleiben. Dann sollen sie halt gehen. Und sie hat gesagt, nein, das sind verdammte Verräter. Und die müssen alle aufgeknüpft werden. Da habe ich mir gedacht, naja, um die ist es nicht schade. Aber er war, glaube ich, ein nice Dude. Tja. Warum nicht? Wir haben eh zu viele Lappen. Mann. Oh Mann! Es ist unglaublich, dass überall nicht mehr sein soll. Und sehr taub. Ich weiß immer noch nicht, warum wir uns zurückziehen. Es ist kein Rückzug. Wir sammeln uns. Es hat Monate gedauert, alles zu sichern. Die Chefs wissen, was sie tun. Hey! Oh. Wo sind sie? Ja, das ist auch gut, dass die so, oh shit, dass die, der gerade, dass einer gerade gesagt hat, Ashley! Rechts von hier! Au! Ach komm schon! Wie daneben schießen kann man denn? Ich könnte mir gut vorstellen, das Spiel nochmal auf einem sehr hohen Schwierigkeitsgrad zu spielen. Ich glaube, das könnte mir Spaß machen. Oh, shit. Dort links! Gewehr! Halt sie auf! Sie rennen! Wenn man da mal mit der Steuerung besser vertraut ist und so ein bisschen weiß, wie die KI funktioniert, dann auf einem hohen Schwierigkeitsgrad, wo es wirklich, wo man wirklich aufpassen muss, dass man nicht getroffen wird. Nicht so wie jetzt, wo sie im Grunde ein bisschen... Verdammt, wo sind sie? Hier, hier! Ne? Im Grunde ist es relativ wurscht. Man hält schon viel aus. Das könnte mir Spaß machen. Oh, dammit. Die ist schon viel näher, als ich dachte.
Okay. Aber im superschweren Modus hat man wahrscheinlich diesen Gehörmodus nicht. So war es zumindest im Vorgänger. Das macht das Ganze dann schon sehr viel schwerer. Überlebender ist Souls-like. Da bin ich gerade. Ja, ich kann mir vorstellen, dass das sogar cool ist. Wenn die Kämpfe dann wirklich, wirklich was bedeuten einfach. Ist er tot? Ich glaube schon. War's das? Alles ruhig. Ja. Alles klar. Ja. Und jetzt? Wir müssen durch diese Kontrollpunktmauer. Die Gebäude sind auf der anderen Seite. Seh dich um. Es muss einen Weg rüber geben. Aber erst ziehen wir uns mal um, ob es hier nicht ganz viel Loot noch gibt. Habe ich da gerade Geräusche gehört? Oder bilde ich mir das ein? Ah. Glaube, ich bilde es mir ein. Oder ich habe einen Klicker in der Wohnung. Werde ich nachher mal schauen. Ich bräuchte Alkohol für neue Bandagen. Das wäre gut. Da stellt sich die Frage, was ist schlimmer oder was ist besser? Klicker oder Schnarke in der Wohnung? In den meisten Fällen ist wahrscheinlich ein Schnarke besser. Ich kann mir wenig Szenarien vorstellen, in denen ich lieber einen Klicker in der Wohnung hätte. Das eine Szenario, das ich mir vorstellen könnte, ist, dass gerade bei mir eingebrochen wird und ich bin in einem sicheren Raum und zufälligerweise ist aber irgendwo anders in der Wohnung der Klicker und der frisst dann die Einbrecher und dann geht er wieder. Dann wäre wahrscheinlich in diesem einen Szenario mir ein Klicker lieber als eine Schnarke. Aber sehr viel mehr Szenarien fallen mir eigentlich nicht ein, indem ich lieber einen Klicker hätte. Ah, wo wir gerade beim Thema sind. Shit. Und wir sind gerade ein bisschen ziemlich arm an Munition. Ob die mich hören, wenn ich hier durch die Pfütze gehe? Ganz ruhig, Klicker, ganz ruhig, Klicker. Achtung! Ah, come on. Okay. Verdammt. Na ja, war doch gar nicht so schlimm. Medkit, das ist gut. Und eine Sammelkarte, das ist immer gut. Sergeant Frost. Sehr gut. Sergeant Frost, echter Name Edward Frost. Was für ein Zufall. Nicht sehr klug, ziemlich stark. Society of Chant Dance. Sergeant Edward Frost war einst ein gewöhnlicher Soldat, bevor er ungewollt zur Versuchsperson bei einem Spark-Experiment wurde. Bei dem Experiment sollten Nachnamen zur Realität werden, wahrscheinlich.
Ihm wurde eine Mischung aus flüssigem Stickstoff und radioaktivem Material injiziert. Und die Wissenschaftler stellten danach seinen Tod fest. Ja, mit was haben sie denn gerechnet? Aber die Kälte hatte ihn nur in einen Scheintod versetzt. Und er konnte entkommen. Jetzt ist er als Chargent Frost bekannt und nutzt seine kryogenen Kräfte zur Unterstützung der Society of Champions und zur Rache an Spark. Hier spritzen wir mal irgendwie hier radioaktives Mittel und Frostschutzmittel. Er ist tot. Oh, das hätten wir uns denken können, oder? Was sind wir eigentlich für Wissenschaftler hier? Nicht Frostschutzmittel, sondern Stickstoff, Flüssigstickstoff. Das ist noch besser. Ja. Naja. Schade, ich wollte den Einkaufswagen bewegen, aber der ist anscheinend fest gefrostet oder so. War wohl Chargent Frost. Aber die Computer kann man anscheinend zerhauen. Teilweise ist es komisch, was man in dem Spiel zerhauen kann und was nicht. Oder? Seltsam. Die meisten Sachen sind hier irgendwie fest betoniert. Aber die Bildschirme kann man weghauen. Naja, gut. Wieso nicht? Wieso nicht? Aber dass der Einkaufswagen Physik hat, hätte ich jetzt schon erwartet, ehrlich gesagt. Tja. War ich hier gerade eben drin? Hier war ich schon drin. Ich kann mich erinnern an das Foto. Wo waren wir denn noch nicht? Laufe ich jetzt zurück oder weiter? Ah, ich glaube, hier waren wir noch nicht. Okay. Die Gebiete sind zu groß für mich. Im ersten Teil konnte ich noch relativ ausführlich alles looten, weil es relativ linear war. Aber hier wird es zu groß. Hier verliere ich die Übersicht. Kenne ich mich nie mehr aus. Nimm das doch. Was ist denn los? So. Ich meine, man darf nicht vergessen, der erste Teil war ja schon, der war noch für die PlayStation 3 im Original. Und das war ja schon extrem beeindruckend technisch. Im Grunde ist das ja jetzt, abgesehen von Uncharted 4 natürlich, aber das ist jetzt das erste The Last of Us, in dem sie wirklich die Power der PS4 nutzen können. Und ähnlich wie sie damals wirklich alles aus der PS3 geholt haben, und zwar wirklich beeindruckend alles, haben die hier auch aus der PS4 alles rausgeholt. 1100 Kanalpunkte, super. Ach, hast du gesammelt schon? Dann kannst du sehr viele hervorgehobene Chat-Dingens schreiben, glaube ich, oder? Wie viel kostet da so ein hervorgehobener Chat? Keine 1100, auf jeden Fall. Ich meine nicht, dass mir das Action-Gameplay in dem Spiel nicht auch Spaß machen würde, aber das einfach nur erkunden und wenn die beiden dann nebenbei vielleicht noch ein bisschen plappern, finde ich eigentlich die coolsten Passagen im Spiel. Und jetzt? Ja, gib mir ruhig einen Tipp, dann kann ich mich orientieren.
Das finde ich eigentlich am schönsten, wenn man sich einfach ein bisschen umsieht. Oh, hast du mich gerade erschrocken. Ich dachte, du bist hinter mir. Und plötzlich steht da jemand im Flur. Ach, die spinnt, ey. Sie macht mich fix und fertig mit ihren komischen Teleportationskräften. Ich habe sie gerade noch hinter mir gehört, dachte ich, mit den Kopfhörern. Und dann sowas. Nee, nee. Das ist nicht gut. Hey, hier lang, glaube ich. Ah, 100 kosten die. Ah ja, 100. Na, dann sind es gar nicht so viele, die du schreiben kannst, ne? 50.752 Kanalpunkte. Ich habe fürs Leben ausgesagt. 40.000 sollte ich mir Sorgen machen. Ich schau mal selber kurz, warte mal. Kann ich da eigentlich auch selber noch zusätzlich Sachen machen? Ich kann auch einfach die Preise erhöhen, das ist auch eine Möglichkeit. Ihr könnt zumindest jetzt ohne Probleme die ganzen Emotes freischalten, wie zum Beispiel das da. Und dann kann man das noch irgendwie pimpen. Und dann hat man zum Beispiel meinen Kopf mit einem Pride-Schal umgewickelt. Warum nicht? Das kann man machen. Behält man die dann eigentlich permanent, wenn man es macht? Du hast ja nur den einen. Die behält man nicht permanent. Ach so, schade. Nee, ich habe drei verschiedene gibt's eigentlich. Sieht die nicht jeder, die drei verschiedenen? Muss man da schon Abonnent sein, damit man die... Oder wie? Nee, es gibt drei. Geht mal auf Entsperren. Vielleicht geht's da. Vielleicht müsst ihr die quasi wirklich erst freischalten. Schaut mal, weil ihr seid alle Subscriber, deswegen habt ihr vielleicht nur den einen jetzt freigeschaltet. Aber wenn ihr auf Emote entsperren geht, könnt ihr dann die anderen auch entsperren? Das würde mich interessieren. Genau, die Abo-Stufen. Die dürftet ihr eigentlich entsperren können, glaube ich. Ah, jetzt hätte ich auch einen Schalldämpfer bauen können. Naja, egal. Ich habe eigentlich nur gecraftet, damit ich hier noch das Zeug nehmen kann, aber die Schere kann ich trotzdem nicht mitnehmen. Ich brauche mehr Rezepte für Scheren. Ich brauche das Rezept für so eine Splitterbombe aus dem ersten Teil, damit ich alles looten kann. Genau, für Stufe 1 Abo kriegt man standardmäßig den Bird Rider. Aber den Pümpel und meinen Kopf könnt ihr nicht mit Kanalpunkte freischalten, oder wie? Weil das ist komisch. Das sollte eigentlich, glaube ich, schon funktionieren. Komisch. Was kann man denn dann bitte entsperren, wenn man nicht die entsperren kann? Für was gibt's denn dann dieses Entsperren überhaupt? Ich dachte, das ist dafür da, dass man die Abo-Emojis entsperren kann. Kann ich dann unabhängig von den Abo-Emojis noch mehr Emojis machen, die man dann entsperren kann? Oder wie oder was? Weil wenn das geht, wäre das ja vielleicht eine Idee. Okay. Wir sind drüber. Und jetzt? Mehr Abo-Emojis. Also nicht Abo-Emojis quasi. Muss ich mir mal anschauen. Hey, Dina. Ja. Nur den kann man entsperren. Meine Hand. Komisch. Ich versuch's. Ich weiß nicht wie. Okay, jetzt. Hey, dieses runde Gebäude sieht aus wie der TV-Sender. Ja. Komm. Ich weiß nicht, ob ich das alles ohne dich geschafft hätte. Na sowas. Klappe.
Ich hätte dich das nie allein machen lassen. Oh, Scheiße. Was zum Teufel war das? Ist in eine Falle gelaufen. Eine was? Explosivfalle. Pass auf, wo du hin... Die, in die du auch schon gelaufen bist. Okay, Leute. Aber wir machen jetzt Schluss. Wir machen jetzt Schluss. Wir machen jetzt Schluss für heute. Wir machen jetzt Schluss. Wenn ich auf Freischalten gehe, steht, ich hätte schon alle freigeschaltet, habe aber nur den Bird Rider verfügbar. Dann kann ich vielleicht wirklich extra Emojis nur fürs Freischalten machen. Keine Ahnung. Ich gehe jetzt ins Bett. Nein, ich gehe nicht wirklich ins Bett. Ich habe noch viel zu tun heute. Aber wir machen jetzt Schluss. Wir sehen uns dann hoffentlich am Donnerstag wieder. Beim nächsten Stream. Da machen wir vielleicht ein Let's Build. Da machen wir vielleicht bei Fallout Let's Build weiter. Vielleicht Sanctuary weiterbauen. Da hätten wir ein paar Stunden Zeit. Das wäre vielleicht gar keine blöde Idee. Fallout 4 Stream, Donnerstag. Mal schauen. Bis dann. Macht's gut. Ciao.